Willkommen zurück zum Cooking Simulator. Willkommen in meiner Küche. Ja, ich muss ehrlich sagen, hier sind Sachen passiert, da bin ich nicht stolz drauf. Zum Beispiel, dass ein Lachs auf dem Boden liegt. Wer war das denn? Liebe Alexandra. So, und dann räume ich mal eben hier auf. Ne? Denn wir haben letztens im Stream ja Cooking Simulator gespielt. Und ich habe mir gedacht, ich nehme einfach gerade mal eine Folge auf. Einfach mal so. Einfach YouTube-exklusiv, ey. So, aber ich darf aber kein Däumchen kriegen, weiß ich auch nicht. Was ist denn das? Hier liegt ein Popel. Ah, ne, Petersilie. So, guck mal hier. Ich sortiere erstmal, ne? So, ja, kann auch im Boden liegen. Was ist das denn, ey? Da. Ich habe keinen Ofen mehr. Scheiße! Okay, es wird kritisch, Leute. Hallo, ich brauche Dienst. Reparatur. Mein Ofen ist soeben in die Büsche gegangen. Ja, nehmen wir den hier. So. Ja, hallo, ich will den Ofen reparieren lassen. So. Kann man so einen hinlegen, brauche ich gerade nicht. Okay, okay, okay. Guten Tag, ich hätte gerne eine Tomatensuppe. Was denn auch sonst? Die wollen immer eine Tomatensuppe. Aber ich habe auch neue Gerichte freigeschaltet, Leute. Das wird geil. Wo ist denn jetzt, was brauche ich denn? Hühnerbouillon. Hier. Und ich brauche, einen Topf. Ist ja noch Tomatensuppe drin. Oh. Ach, das ist mir aber aus der Hand geflogen jetzt. So, schauen wir da drauf. Nee, hier, komm. Was ist denn wieder mit der Musik denn los? So, pass auf. In einem Topf, 700, okay. Gönnung! Oh. Nein! Das ist ein bisschen zu viel. Aber das spielt ja im Grunde gar keine Rolle. Doch, spielt's wohl. Weil dann das mit Gewürzen so nicht stimmt. Aber egal, ein bisschen Schmuck ist immer. So, 12 da, rein da. So, zack. Perfekt. Ich will aber mal ein perfektes Gericht versuchen, die Tage. Schwarzer Pfeffer. Oh ja, das ist mein Song. Oh, oh. So, was? Wie viel denn? 12, oder? Ja, das wird schmecken. Cayenne-Pfeffer. Cayenne, Cayenne. Da, wie viel? 6. Was ist eigentlich euer Lieblingsessen, liebe Community? Schreibt das mal gerne für den Koch, Dennis, in die Kommentare. Vielleicht kann ich das ja bald mal kochen. 960, warte, nehme ich den Topf mit. Ha, ich bin nämlich ein ausgebuffter junger Mann. So, guck mal hier. 1 mal 240. 360. Scheiße, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Kann ja nicht alles wissen, ne? So. 120 plus 120. Das habe ich vergessen mitzuzählen. 7 sind das, ne? Wie viel habe ich jetzt da drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha. So. Ich habe ja mit Taschenrechner nur wegen Showzwecken gemacht. Ja, damit es lustig ist. So, Zwiebeln. Zwiebeln. Eine. Oh. Zack. Hauptschule lässt grüßen, Leute. So, rein da. Zack. Ah, schön. Runter. Huch. Rein da. Wie mache ich denn da drunter? Ach ja. Oh, guck mal hier. Lecker. So, hinstellen. Anmachen. Okay, in der Zeit räumen wir ein bisschen auf hier. Zack. Muss ich sonst noch mal machen? Ne, das können wir gleich machen. So, alles schön hier sortieren. In meiner Küche ist ein Gaumenschmaus auf jeden Fall am... Start. So. Guck mal hier. Können wir einen wegschmeißen. Ist leer, ne? Tschüss. So, Pfanne. Kommt hier rüber, denn hier kommt die Koch... Ach, diese Musik ist so grässlich. Warte mal, das kriegst ja Plack. Ah, jetzt! Draußen ist ja eine Türkenhochzeit. Was haben wir denn hier? Saure Sahne liegt einfach am Boden. Wer macht denn sowas? So, das klingt ja mal voll eklig. Warum liegt der Tent? Ach so, das war ich. So, das da wieder rein. Aha, aha, aha. Oh, das ist Eieruhr. Wegwerfen. So. Wieder hier rein. So. Topf haben wir hier. Den stellen wir auch wieder schön dahin. Ja, da wird reichen. Wie lange ist denn das jetzt schon drin? Ah, das dauert ja noch. So. In der Zeit kann ich ja schon mal saure Sahne daneben stellen. Saure Sahne.
Und 300 Milliliter auf den Teller, auf den tiefen Teller. Warum liegt denn hier die Tür? Ey, warum hupen die denn draußen immer so übertrieben? Jetzt mal Real Talk. Großer Teller. Was ist der tiefe Teller? Großer Teller? Ein kleiner Teller? Tiefer Teller. Offener Form, Suppenteller, Basic. Ja, will ja schon stimmen hier. So, stell ich mal hier hin. Klock! Hallo! Ah, oh, ich habe lecker Hunger auf Tomatensuppe. Aber ich habe eigentlich auch neue Gerichte freigeschaltet. Warum habe ich die denn nicht? Verliere keine Ruhmpunkte. Okay. Ding, fertig. So, wie viel? Achso, saure Sahne muss da noch rein, ne? So, plopp. Wo ist denn jetzt die saure Sahne? Da. 150 Milliliter. Okay. Ah, schön die weiße Suppe rein ins Rote. Nein! Was? Och. Das ist doch jetzt schlecht. Wie viel habe ich denn jetzt reingetan? Flüssigkeiten. Saure Sahne. Kaufen. Aber ja doch. Warte mal hier. Wie viel ist denn jetzt da drin? Wie viel waren das? Was? 300. Nee. 150. Oh Gott, wie viel habe ich denn jetzt reingetan? Scheiße, wie viel habe ich denn jetzt da reingetan? Ja, das reicht schon. So. Achso, wie viel muss ich da reintun? 300 Milliliter, okay. Wie kippe ich das nochmal? Warte mal, kippen. Links drehen. Hä? Was? Willst du da reinkippen? Ich will's doch da reinkippen. Ach so. Oh, guck mal, so ist perfekt. 300, ne? Ne, warte mal. Oh Gott, ich muss nochmal nachgucken. 300 Milliliter, okay. Entschuldigung, da ich ja so Perfektionist bin. 80. Wie viel ist denn das jetzt? Ach so. Oh nein! Aber ist doch egal, kriegst ja ein bisschen mehr. Ist doch scheißegal. Warte, wir können auch ein bisschen hier reinkippen vielleicht. Oh. Oh, ja, ja, ich komm. Es ist fertig. Ding, ding. Tomatensuppe. Ja, ja. Ich kann's doch. So, nice. Gastbeschwerden. Nicht genug Tomate. Ach, shit. Egal. Das war die letzte Bestellung für heute. Wenn du fertig bist, bin ich auf morgen. Okay, ich muss erstmal hier den Mob holen. Mob. Mob Flenders. Komm mal her. So, schön hier rein. Oh, guck mal. Oh, da machen wir auch noch ein bisschen. Tier auch noch ein bisschen. Ja, ich muss auch schon treffen. So, zack. Ah, erstmal die Küche schön putzen, ne? So. Achso, ich wollte den Mob gerade wegschmeißen. Das wäre doof. Aha. Weg damit. Guck mal, wie ordentlich ich bin, Leute. So, das da rein. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich... Der Topf ist ja sauber, ne? Können wir hier hinstellen? Oh, ne, das geht ja hier nicht. Das geht ja nicht hier. Seid ihr auch so saubere Menschen wie ich? Oder seid ihr immer eher so... Ihr räumt... Seid ihr solche Leute, die immer erst kochen und dann alles wegräumen? Oder macht ihr das währenddessen? Ich koche nie. Ich lasse mal kochen. Ich kann nicht kochen. Nein! Das ist... Wie soll ich denn da drin kommen? Oh Gott! Ey, ich habe hier alles aufgeräumt. Dann fliegt mir das hier weg. Die Physik von dem Spiel, ne, macht mich manchmal fertig. So, zack. Ah, da komme ich nicht ran. Jetzt aber. Ah, hier liegen ja auch Teller. Lol. Nee. Ich. Nein. Brauch den Pfeffer. Oh. Aber das ist inzwischen sauber, ne? Warte mal hier. Kann ich nicht da reinkippen? Alles daneben gekippt. Das ist nicht wahr. Alles daneben gekippt. Ich hab's doch da reingehalten. Och, Junge. Ja, komm doch, Mob. Was ist denn mit dir los? Ist das Arbeitsverweigerung hier oder was? So. Komm mal sauber machen. Oh, das sieht aus, als ob da jemand hingekotzt hätte. Alter, bah! Wenn dann wieder Christian Rach kommt, dann ist alles wieder dreckig hier. So. Gottes Willen. Okay, wieder.
dran stecken. Zack. So, mhm. So, den Topf schieben wir mal da. Der Topf muss wieder in die Topfecke. So. Sehr spannend, mir gerade beim Aufräumen zuzugucken. Übrigens, wenn du mal live dabei sein möchtest, wenn wir Cooking Simulator spielen, twitch.tv/heideltraut, Leute, ne? So, wir gucken mal. Reinigungsphase ist übersprungen. So, guck mal, wir kriegen nochmal Ruhmpunkte. Geil. Das wird langsam, Leute. Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn wir mehrere Gerichte gleichzeitig machen müssen. Und ich bin am Schwitzen wie ein Schwein, weil es unfassbar warm hier drin ist. So. Okay, wir können jetzt hier so eine Fähigkeit nehmen. Schnelle Reparaturen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Oh, das ist was für uns hier. Ja, das will ich haben. Zack. Geschmackstoleranz. Tag 10. Guck mal, wie weit wir schon gekommen sind. So. Wir servieren Tomatensuppe als unser Tagessen. Nee, schon wieder Tomatensuppe. Warum denn immer Tomatensuppe, du Blöde? Kann man jemand anderes essen? Lass uns Tomatensuppe machen. Das hatten wir noch nicht. Oh, das ist was Neues. Ente. Geil. Okay, wir brauchen 1300 Milliliter Wasser. Da sehe ich uns. Endlich mal neues Essen. Geil. Ha, das ist schon mal perfekt. So, ne, warte mal. Wie viel ist denn jetzt im Topf drin? Warum nur ein Liter? Hä? Das war jetzt zu viel. Na! Nochmal. Stopp! So, jetzt aber. Gott, nee, ey. Zack. Okay. Salz. 10 Gramm Salz. So. Ich mag aber Ente, ne? So beim Asiaten kann man das immer lecker essen. Mit so Currysoße und so. Curry-Kokosnusssoße. Oh. Schwarzer Pfeffer auch 10 Gramm. Das Essen haben wir noch nie gemacht, ne? Ich bin aufgeregt. Das ist eine Premiere. Schwarzer Pfeffer. Entenbrust. Geil. Meinen eigenen Körper da reinschmeißen. So, warte mal, das ist hier Schweinekruste, Steak, Rinderfilet, T-Bone Steak, Thunfisch, Entenbrust. Einfach da reinschmeißen? Soll das einfach da... Was? 500... Plop! Okay, tun wir mal da rein. So. Kühlschrank zu, ne? Sonst kriegen wir hier Frost. Okay. Karotte, 70 Gramm. Mhm. Wo ist denn die leckere Karotte? Karotte, da. Eine Karotte. Hauen wir da rein. Will schon alles an Richtigkeit haben. Zwiebel, 120 Gramm. Zwiebel, Zwiebel, Zwiebel. Zwei Stück. Ne, hä, warte mal. Das ist eine Zitrone. Brauche nicht. So. Boah, das war aber gut geworfen. Guck mal, die ist da drüben. Zitrone, Zwiebel. Da, eine Zwiebel. Ölisch. Rein damit. So, und dann? 80 Minuten lang kochen lassen. 80 Minuten. Das wird eine sehr lange Folge. 80 Sekunden. Aber soll man jetzt nicht irgendwie mixen oder so? Okay, dann soll ich die Entenbrust aus der... Soll ich die Entenbrust rausnehmen? In 35 Gramm schneiden jeweils? Und dann... Auf einen tiefen Teller die Flüssigkeit gießen und dann die Entenbrust hinzufügen. Okay. Hol ich schon mal einen tiefen Teller. Der war auf jeden Fall... Nein. Nein. Ist ein Suppenteller ein tiefer Teller? Großer Teller? Warte mal, was ist denn? Tiefer Teller. Ja, ist doch hier... Das hier... Nee. Ja, wir müssen das hier nehmen. So, wie sieht's jetzt aus hier? Huch. Auch noch ein bisschen. Was, ein zweites Gericht? Oh Gott. Nein, das kann ich nicht alles gleichzeitig. Okay, wir machen eins nach dem anderen. Warte. Was soll ich denn hier machen? Schweinekotlets. Hol ich die schon mal raus. Kotlet. Kotlet. Schon mal da hinlegen. Oh, das ist jetzt fertig hier. Aber warte mal, warum ist die Zwiebel denn jetzt... Hä? Egal, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Zack. So, hier zu. Oh Gott, ich muss jetzt mehrere Gerichte gleichzeitig machen, ne?
So, heiß! Wie soll ich denn das da drauf tun? Warte mal, hier brauchen wir gerade nicht. Wie sollen wir das denn da drauf tun? Ja, das geht, aber dann kann ich es anfassen, ne? So, dann muss ich jetzt schneiden. In 35 Gramm. Wie viele Stücke sind denn das? Okay, 560. Ich mache einfach mal ein paar Stücke. Aber scheiße, ich habe das falsch gelegt. Kann ich das bei drehen? Drehen. Nee, ich meine... Ja, wie soll ich denn das jetzt... Wird schon stimmen. Oh, der letzte Stück ist mir ein bisschen zu groß. Kann ich... Ach, das Messer kann man ja drehen. Nice. Hallo. So. Nummer 1. So, brauchen wir einen Teller. Da muss das rein, ne? Ist immer noch zu heiß. Scheiße. Oh Gott, zwei Gerichte gleichzeitig, Leute. Das ist mir zu viel Stress. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann denke ich mal das andere auch, oder? Ey, wie soll denn das gehen? Das ist doch viel zu viel. Hä? Das ist doch viel zu viel. Das ist doch viel zu viel. Hä? Das soll alles auf diesen... Nein, wir brauchen einen großen... Nee, warte mal. Hä, haben wir keinen großen, tiefen Teller? Warte mal, hier sind ja auch noch Teller, ne? Brauche nicht. Hey Leute, das kann gar nicht gehen. Das soll alles auf diesen Teller? Was? Das ist doch nicht richtig. Okay. Und jetzt? 300 Milliliter da rein? Nee, warte mal, da sollen nur 100... Ah, aber warum muss ich denn dann so viel... Hä, warum muss ich denn dann so viel machen? Oh, warte mal. Wie viel haben wir da drin jetzt? Wir brauchen 140 Gramm, darf da drin sein nur. Ich kann das nicht anfassen, ist zu heiß. Einer muss noch raus. Raus! Oh nein. Aber wie viel habe ich denn jetzt da drin? 148. Okay. Warum muss ich dann so viel machen? Hä? Egal. Mit Liebe, ganz langsam. Oh, ist das Spaß. Ja, egal. Ein bisschen. Fertig! Die Soße sieht aber sehr dunkel aus. Ist das normal? Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, Leute. Wir werden sehen. Das sieht aber ein bisschen besser aus. Egal. Doch! Geschmack, okay. Aber Umsetzungszeit und so? Was war falsch? Schwarz, Pfeffer, zu viel. Zu viel Salz. Anstrengend. Anstrengend, die Scheiße. Ja, Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir direkt weiter. Die gibt's dann übermorgen. Alter, das muss ja gekocht ohne Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Mir ist echt so warm, Leute. Und was ist euer Lieblingsessen? Schreibt es in die Kommentare, aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Lasst ein Däumchen da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Jetzt kommt die Endkarte, könnt ihr irgendwas anklicken. Tschüss!